Mandy, was ist denn da heute abgegangen? Ja, jetzt stehe ich da und meine Emotionen sind einfach also unbeschreiblich. Ich sollte so ein Gefühl gehabt, der Erfolg bedeutet mir so viel. Also ich kann es euch nicht sagen. Was mir das bedeutet, mit den Jungs, das ganze Jahr gearbeitet, also so, ja, es ist unbeschreiblich, also was willst du noch dazu sagen? Hättest du dir das gedacht vor einem Jahr, wie du nach Wien gewechselt bist? Ja, wenn man sich das erste Training angeschaut hat, da habe ich mir gedacht, boah, das könnte heuer ganz, ganz schwer werden. Aber da sieht man wieder mal, wenn eine Mannschaft an sich glaubt, wenn eine Mannschaft sich entwickeln kann, wenn wir einen Trainer haben, der was vorgibt und wir können das top umsetzen, dann sieht man, was schlussendlich rauskommt. Und der unbedingte Wille einfach da ist, ja, für den anderen alles zu geben. Und das haben wir über das ganze Jahr überragend gemacht. Ihr habt ja einen schwierigen Saisonstart gehabt. Nach ein paar Runden war sie sogar Tabellenletzter. Hat es irgendeinen Knackpunkt gegeben für dich in der Saison? Nein, gar nicht. Also einen Knackpunkt nicht. Weil ich auch damals da gestanden bin, kann ich mich noch erinnern und gesagt habe, nach wie wir Wartens unentschieden gespielt haben, Klagenfurt unentschieden. Es wird irgendwann der Erfolg kommen, wenn wir hart arbeiten. Und genauso ist es. Jetzt fühle ich mich da extrem bestätigt. Aber genauso ist es schlussendlich. Wenn du Gas gibst, wenn du tust, was für einen Erfolg tust, dann wirst du immer noch mal belohnt. Und heute können wir uns wirklich mal belohnen. Reden wir ein bisschen von dir persönlich. Man hat irgendwie so von Anfang an das Gefühl gehabt, Manni Fischer und Austria, das passt einfach, oder? Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also mir ist Austria jetzt in der kurzen Zeit, wo ich da bin, schon so ans Herz gewachsen. Die ganzen Fans, identifiziert. Genau. Ich glaube, jetzt muss ich dann einige einmal ein Bier trinken. also der Verein, wirklich, der ist mir schon so ans Herz gewachsen und ich könnte es mir vorstellen, wirklich lang bei dem Verein bleiben, weil es einfach so geil ist. Ich glaube auch, dass du den Fans ans Herz gewachsen bist mit deiner immer ehrlichen Art, mit deiner kämpferischen Art am Feld. Du findest immer die richtigen Worte, du stehst immer richtig. Manchmal fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Danke, Mandy Fischer, für diese Saison. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, danke, es sind sehr liebe Worte für dich. Jetzt geht es einmal weiter, jetzt werde ich mir mal einen einstellen, aber sofort, wenn das jetzt einmal vorbei ist. Dann will ich mir den nächsten einstellen, dann will ich mir im VIP-Club einstellen und dann wird es morgen auf Mallorca weitergehen und wenn wir dort dann noch zwei, drei einstellen und dann haben wir es. Oder drei. Oder drei. Wohlverdient, ja. Alles Gute, ja. Danke. Ja, danke schön, danke.